herzlich willkommen zu den Honigmann-Nachrichten vom 19. April 2017 mit der Nummer 1075. Melbourne, Australien. Welche Säugetiere sich bisher als besonders gefährliche Invasoren erwiesen haben und wie viele seit 1500 ausgestorbene Vogel-, Säugetier- und Reptilienarten auf ihr Konto gehen, haben Forscher der Deakin University ermittelt. Ergebnis: Zusammengenommen sind 30 invasive Säugetierarten für das Aussterben von 87 Vogelarten, 45 Säugetierarten und 10 Reptilien verantwortlich, entspricht 58% aller Aussterbefälle dieser Tiergruppen. Als größte Killer in Anführungsstrichen erwiesen sich dabei Nagetiere, Katzen, Hunde und Rotfüchse sowie Schwein. Ganz vorne auf der Fahndungsliste der invasiven Arten liegen die Ratten. An zweiter Stelle folgt die Katze. Globalmanipulation. Vor genau 100 Jahren wurde in London eine Gruppierung ins Leben gerufen, die seither die öffentliche Meinung des Westens in unvorstellbarem Ausmaß manipuliert. Ihre Helfershelfer sind mannigfaltig, doch an zentraler Stelle stehen Tavistock Institute und Rand Corporation. Zbigniew Brzezinski ist seit vielen Jahrzehnten ein wichtiges Werkzeug jener schattenhaften Geheimregierung, welche die Welt regiert. In seinem 1970 veröffentlichten Buch »Das technotronische Zeitalter« sagte er voraus, uns, dem Volk, würde von unserem Recht auf Privatsphäre nichts mehr übrig bleiben. Über jedes kleine Detail unseres Lebens würde die Regierung im Bilde sein. Jede Kleinigkeit wäre durch den Zugriff auf Datenbanken jederzeit abfragbar. Es hat nur wahrscheinlich keiner ernst genommen. Die vielleicht gefährlichste Gedankenbrut aus der Manipulationsschmiede von Rand ist der Homo economicus, jene mit dem Nobelpreis gekrönte Wirtschaftstheorie, die den Menschen zum Giertier macht. Dank immer schnellerer und leistungsfähiger Computersysteme bestimmt diese Philosophie unseren Alltag bereits in einem erschreckenden Ausmaß. Von milliardenschwerem Blitzhandel an der Börse bis hin zum individuell zugeschneiderten Kaufangebot bei Amazon und Co. Wohl wahr. Katastrophenendspiel. John Embry. Erik, der Druck auf den Gold- und Silbermärkten hat sich nachhaltig intensiviert, da die üblichen Verdächtigen Himmel und Erde bewegen, um sicherzustellen, dass scharf steigende Gold- und Silberpreise die künstliche Realität nicht unterlaufen, welche von westlichen Zentralbanken und ihrer fast manischen Manipulation der größeren Märkte geschaffen wurde. Falls Silber plötzlich seinen wahren Wert abbilden würde, würde der Goldpreis ebenfalls nach oben explodieren und diese haarsträubend niedrigen Zinsen, welche dafür geschaffen wurden, das vollkommen überschuldete globale Finanzsystem über Wasser zu halten, würden als totaler Schwindel auffliegen. Die Auswirkungen hiervon wären katastrophal. Entsprechend werden die Hintergrundmächte alles in ihrer Macht Stehende tun, um Gold- und Silberpreise bis zum letzten Ende dieser Saga zu drücken. Bedauerlicherweise für die Gesellschaft als Ganzes denke ich, dass dieses Ende rapide auf uns zukommt. Das denke ich auch. So schnell können wir dann gar nicht schauen, wie es geht. VSA. Die amerikanischen Großbanken haben im ersten Quartal wieder ordentlich verdient. Bereits vergangene Woche meldeten JP Morgan plus 6,4 Milliarden Dollar und Citigroup plus 4,09 Milliarden einen Anstieg des Überschusses um jeweils 17%. Der Quartalsgewinn von Wells Fargo fiel leicht um 0,6% auf immer noch sattes 5,06 Milliarden US-Dollar. Nun hat auch Bank of America das Ergebnis für das erste Quartal 2017 bekannt gegeben. Der Gewinn stieg gegenüber Vorjahr um 40%, 4,9 Milliarden US-Dollar. Steigende Zinsen, Anleihenkurse und eine höhere Kreditvergabe sollen zu dem Wachstum beigetragen haben. Das ist eigentlich genau umgekehrt. Die Tage sind gezählt. VSA Tote. 2015 starben 52.404 Menschen an Arzneimittelüberdosen,
mehr als Opfer von Straßenunfällen und Selbsttötungen zusammen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, davon starben 33.000 Männer und Frauen allein an Überdosen opioider Schmerzmittel. In den letzten 15 Jahren sind in den USA fast 200.000 Menschen, die von opioidhaltigen Schmerzmitteln abhängig wurden, daran gestorben, gab die US-Aufsichtsbehörde Centers for Disease Control bekannt. In den USA werden weltweit mit Abstand am meisten opioidhaltige Schmerzmittel eingenommen. Der Jahresumsatz erreicht fast 10 Milliarden Dollar. Schönen Gruß an die Pharma. Und an die, diese immer noch so ernst nehmen. Washington, Nordkorea. Vizepräsident Mike Pence fuhr Montag fort, die Feindschaft der USA gegen Nordkorea hochzuspielen, indem er sagte, dass das Land die jüngsten US-Angriffe gegen Syrien und Afghanistan als Warnung betrachten soll, Präsident Trumps Entscheidung und Entschlossenheit nicht in Frage zu stellen, gegen nordkoreanische Provokationen vorzugehen. Andere Vertreter des Weißen Hauses bekräftigten das, indem sie sagten, wenn auch Präsident Trump seine Attacke nicht angekündigt hat, indem er rote Linien festlegte, doch jedermann gesehen hat, dass seine jüngsten Angriffe gegen Syrien beweisen, das glaube ich ja jetzt wohl nicht, dass er entscheidende Attacken loslassen kann, wann er will. Caracas, Venezuela. Der Präsident von Venezuela, Maduro, beharrt trotz schwerer politischer Krise und gewaltsamer Auseinandersetzungen zwischen Oppositionsteilen und Sicherheitskräften auf einer Fortführung des Dialogs zwischen den politischen Lagern. Für Aufregung in Venezuela sorgte indes die Enthüllung des ehemaligen chavistischen Politikers und Journalisten Rangel, demzufolge Oppositionsvertreter in der Dominikanischen Republik zusammenkamen, zwecks Planung eines neuen Putschversuches gegen die gewählte venezolanische Regierung. Chile, Pinguine. Die Regionalregierung hat sich auf Druck lokaler Proteste gegen die Hafenpläne von Andes Iron ausgesprochen. Erster Erfolg für die Pinguine. Jetzt fordern wir die Meeresregion La Higuera Isla General endgültig zur strengen Schutzzone und erklären und bitten, das maritime Paradies zum UNESCO Weltnaturerbe zu ernennen. Gut darüber nachdenken, was das bedeutet. Äthiopien. Staaten wie Indien, Bangladesch und Sri Lanka haben lange die Superbillig-Standorte der Textilindustrie. Die indische Firma JJ beschäftigt an ihren alten Standorten in Südindien, Sri Lanka und Bangladesch rund 70.000 Arbeiter. In Äthiopien, wo der Mindestlohn für angelernte Textilarbeiter bei umgerechnet etwa 50 Euro und damit noch unterm Bangladesch-Niveau liegt, ist JJ seit 2 Jahren, beschäftigt etwa 1.800 Menschen, Tendenz steigend. Mogadischu, Somalia. Weltpolizist und Exceptional Nation, USA, die ungestraft andere Länder befrieden darf und sich dabei nicht an irgendwelche Gesetze, Normen oder Charters halten muss, ist mit Bodentruppen zur Rettung in Somalia eingeritten. Feigenblatt der Begründung dafür? Kampf dem Terrorismus. Weiter führen die USA aus, dass man auf Einladung Somalias diese Truppen schicken würde. Unglaublich. Ankara, Türkei. Der Ausnahmezustand in der Türkei wird um weitere 3 Monate verlängert, kündigte Vizepremierminister Kurtulmus am Montagabend an. Nationaler Sicherheitsrat und Parlament hätten am selben Tag beschlossen, den Ausnahmezustand zum 3. Mal zu verlängern. Ursprünglich hatte der türkische Präsident Erdogan 4 Tage nach dem gescheiterten Putschversuch vom 15. zum 16. Juli 2016 einen zunächst 3-monatigen Ausnahmezustand verhängt. China. Einer aktuellen Studie zufolge gehören 19,12% der Erwerbsfähigen in China zur Mittelschicht. Fast 3/4 von ihnen befinden sich am Rande des sozialen Abstiegs. Li zufolge unterscheidet sich das Leben zwischen marginaler Mittelschicht und der Unterschicht nicht wesentlich. Eigentlich sollten diese 2 Gruppen sogar zur gleichen sozialen Schicht gerechnet werden.
Beijing, Washington. Wie aus vom US-Finanzministerium am Montag veröffentlichten Zahlen hervorgeht, hat China im Februar seine Bestände an US-Staatsanleihen erhöht. Dem Bericht zufolge stieg Chinas Besitz an US-Staatsanleihen um 8,6 Milliarden US-Dollar mit Beständen in Höhe von insgesamt 1,059 Billionen befindet sich China an zweiter Stelle ausländischer Halter von US-Staatsanleihen. Seit Jahresbeginn hatte China sein Dollarinvestment abgebaut. Moskau, Minsk, Almaty. 2016 hat der wechselseitige Handel in der Eurasischen Wirtschaftsunion, der EAWU, stark zugenommen. Dabei verwendeten die Mitgliedstaaten der Organisation für etwa 76% des Handelsvolumens den russischen Rubel. Die Experten der Eurasischen Entwicklungsbank haben Anfang der Woche einen Bericht mit dem Titel »Die Dynamik der Eurasischen Integration 2017« vorgelegt. Darin werden Errungenschaften der Eurasischen Integration angeführt. Am stärksten springt dabei die deutliche Zunahme des wechselseitigen Binnenhandels zwischen der EAWU-Mitgliedstaaten ins Auge. Die Autoren des Berichts sprechen davon, dass auch in jedem einzelnen Quartal 2016 eine dauerhafte positive Dynamik im Binnenhandel stattgefunden hat. Außerdem soll sich dieser Trend auch dieses Jahr fortsetzen. Arktis, Russland, Reston. Russland hat eine neue Militärbasis in der Arktis präsentiert, die 150 Soldaten und Kampfflugzeuge beherbergen kann. Sie wurde im nordöstlichen Teil der russischen Arktis errichtet. Zwar bleiben Teile der Basis streng geheim, doch haben ranghohe Militärs einen Einblick ins Innere der Basis gewährt. Es handelt sich dabei um den größten Stützpunkt Moskaus in der Arktis seit dem Fall der Sowjetunion. Die Arktis, so schätzt VS Geological Survey, beherbergt insgesamt Ölreserven in Höhe von 412 Milliarden Barrel Öl und etwa 22% des weltweit unentdeckten Öls und Gases. Russland-NATO. Der russische Hyperschall-Seezielflugkörper Zirkon, der gegenwärtig getestet wird, soll laut Experten bei Bedarf in der Lage sein, die Flugabwehr der NATO-Kriegsschiffe effizient zu überwinden. Selbst die Rolle der VS-Flugzeugträger könnte zurückgehen. Der russische Militärexperte Leonkov sagte, ihr wichtigster Vorteil sei die Geschwindigkeit. Bei den Tests hat die Rakete eine Geschwindigkeit von Mach 8 gezeigt, also ungefähr 9600 Kilometer pro Stunde. Das ist schön wahrhaftig. Kiew, Ukraine, Russland. Die Ukraine bleibt weiterhin auf Lieferungen von Energiekohle aus dem Aggressorland Russland angewiesen. Aggressorland. Wir setzen Käufe von Kokskohle in Russland fort, teilte Juri Krymtschak, Vizeminister für die Angelegenheiten der zeitweise okkupierten Territorien, gestern in Kiew mit. Eine Partie von Kraftwerkskohle hatte die Ukraine in Südafrika gekauft. Lettland, NATO. Über 1200 Soldaten aus 12 Staaten nehmen an der NATO-Übung Summer Shield in Lettland teil. Das Manöver dauert bis zum 30. April. Lettland wurde 2004 NATO-Mitglied, seither wird das Manöver Summer Shield jährlich dort abgehalten. Russland hat als Antwort auf die Maßnahmen der NATO Iskander Kurzstreckenraketen in Kaliningrad an der Grenze zu den baltischen Staaten und Polen stationiert. Und das ist auch gut so. Überfälle können wir alle nicht gebrauchen, glaube ich kaum. Luxemburg, EU-Türkei. Der luxemburgische Außenminister Asselborn hat sich nach dessen knappen Sieg beim Verfassungsreferendum für ein selbstbewusstes Auftreten der EU gegenüber dem türkischen Präsidenten Erdogan ausgesprochen. Ein Beitritt der Türkei zur EU ist mit der neuen Verfassung und diesem Autokraten nicht möglich, sagte Asselborn der Süddeutschen Zeitung in seiner Mittwochsausgabe. Allerdings liege der Erweiterungsprozess derzeit ohnehin faktisch auf Eis. Der Moment, ihn offiziell auszusetzen oder zu beenden, sei aber noch nicht gekommen. Das bestimmt wieder der Herr Asselblum, klar. Mittelmeerinvasoren, Schlepper. Am Osterwochenende gelang es 5000 afrikanischen Migranten ins heiß begehrte Europa zu kommen.
Die italienische Küstenwache fischte am Karfreitag 2000 und am Sonnabend nochmal 3000 Migranten aus dem Mittelmeer und brachte sie an die sicheren Küsten von Italien und Griechenland. Die Frühlingstemperaturen bringen eine steigende Zahl von Afrikanern dazu, in die Boote der Schlepper zu steigen. Eine auf Malta stationierte Hilfsorganisation twitterte: So etwas haben wir noch nie erlebt. Und da kann sich jeder ausmalen, wo sie alle hinwollen. Schon komisch. Es wird bitter werden, davon gehe ich mal ganz schwer aus. Das ist jetzt so ein bisschen die Ruhe vorm Sturm. EU. EU ist vom Plan des von Baron de Rothschild bezahlten Agenten des EU-Vaters Kotenhof Kalergi, des Rassenaustausches in Europa durch Masseneinwanderung, beseelt. Die Europäer sollen wie die alten Ägypter aussehen, um im kommenden Eine-Weltstaat des technokratischen Eine-Weltstaates der Illuminaten und Freimaurer Rassenspannungen zu vermeiden, alles durchs jüdische Herrenvolk regiert. Sarkozy machte es törichterweise zur Pflicht der Franzosen durch Métissage, Mischehen, Bastardenzeugungen zu diesem Wahnsinn beizutragen. Das wird schlimmer, als sich das jeder vorstellen kann. Essen. Die Flüchtlingswelle hat sich auch auf die Geburtenzahl in der Stadt Essen ausgewirkt. Wie die WAZ berichtete, kamen 2016 nach vorläufigen Angaben 5.773 Kinder zur Welt. In Essen der beste Wert seit 22 Jahren. Die größte Gruppe eingewanderter Menschen stammt aus Syrien und dem Irak. Durch die Zuwanderung hat die Stadt einen regelrechten Babyboom erlebt. Prost, Mahlzeit. Asylwanistan. Die Asylkrise ist nicht vorbei, sie holt nur Luft. Die illegalen Einreisen über Libyen, das Mittelmeer und Italien haben sich im ersten Quartal 2017 um 70% gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht. Die illegalen Übertritte über die deutsch-schweizerische Grenze mehr als verdreifacht. Und der hunderttausendfache Familiennachzug der schwer traumatisierten und der Fachkräfte und Spitzenpolitiker und Ärzte und Ingenieure bequem per Flugzeug erscheint in den Lügenmedien und der Statistik gar nicht. Berlin-Köln. Das Bekennerschreiben der Kanzlerin. Die Welt haut gestern eine Schlagzeile raus, die belegt, dass die Mainstream-Medien immer noch Weltmeister beim Produzieren von Fake News sind. Sie werden da nicht aufhören, es dürfte sie nur keiner mehr kaufen. Kölner Geschäfte schließen Samstag wegen AfD-Parteitag. Was für eine miese Lüge. Die Kölner Geschäfte schließen, weil sich Linksterroristen angekündigt haben, um die demokratischen Grundrechte der Mitbürger in die Tonne zu treten. Hier soll wieder mal der AfD die Schuld in die Schuhe geschoben werden. Ein billiges Manöver. Haldensleben, Sachsen-Anhaltinische Börde. Das ist der Hammer, was jetzt kommt. In Haldensleben will das politische Establishment eine unbequeme Bürgermeisterin loswerden. Seit ihrer Wahl vor fast 2 Jahren schießen Kommunalpolitiker, Unternehmer, Beamte und deren Anhang aus allen Rohren gegen sie. Die Bürgerinitiative für Haldensleben spricht von einem Stadtstreich. Unter Häme und Anfeindungen stemmt sie sich dagegen. Was von lokalen Medien als Rathausstreit bezeichnet wird, ist für sie längst zum Kampf von unten gegen oben geworden. Gruß nach Haldensleben. Es ist wirklich der Gipfel. Die gute Nachricht. Der Trend zum Wiederverwenden hält nicht nur in Deutschland, sondern weltweit Einzug. Gemeinschaftlicher Konsum heißt er und umfasst so unterschiedliche Praktiken wie Wohnungstausch, Kleidertauschpartys, Autogemeinschaften, Gemeinschaftsgärten oder Tauschringe für Werkzeuge. Eine gemeinschaftliche Konsumkultur hat das Potenzial, den Ressourcenverbrauch eines jeden Einzelnen zu senken und gleichzeitig die Lebensqualität zu halten oder zu erhöhen. Weil Weltbevölkerung und Wirtschaft weiter wachsen und der technische Fortschritt immer neue Bedürfnisse weckt, steigen auch Warenkonsum und Rohstoffverbrauch, trotz effizienterer Technologien. Damit steigt auch der Druck auf die Ökosysteme weiter an. Die Jagd nach Rohstoffen wird bis in den letzten Winkel der Erde und der Meere getrieben. Die Verschmutzung von Böden, Wasser und Luft nimmt zu. Darauf kann nicht Steigerung der Effizienz die einzige Antwort sein.
wir brauchen eine andere Konsumkultur. Konsum überhaupt ist das Problem. Wer braucht schon 100 Paar Schuhe oder was weiß ich auch immer für welche Dinge? Wenn sie abgetragen sind, reicht das nächste Paar, vielleicht noch zwei. Aber was soll's, wir werden schauen, wo das alles noch hinführt. Sie leben, fällt mir dazu wirklich der Film ein, sie leben. Konsumiere, kaufe, konsumiere. Wer das noch nicht begriffen hat. Und die zweite gute Nachricht, jeder Tag ist wie ein kleines Leben. Lebe ihn so, als ob er der einzige Tag wäre. Wer willst du und wirst du heute sein? Nimm bewusst wahr, was am Morgen geschieht. Du bekommst einen neuen Tag, ein kleines Leben geschenkt, an dem du ca. 16 bis 18 Stunden wach sein und leben wirst. Was dieser Tag dir bringen wird, hängt vor allem von deinen Gedanken und deiner Einstellung zu ihm und zu dir selbst ab. Jeder Tag ruft dir am Morgen zu, hier, große Schöpferin, großer Schöpfer, ich schenke mich dir. Begreife das Geschenk, das ich bin. Und mach das Allerbeste aus mir. Entscheide dich, wer du heute sein willst, dir selbst und deinen Mitmenschen gegenüber, ein liebender oder ein verurteilender, ein sich beklagender oder ein dankbarer Mensch. Gehe bewusst und achtsam durch diesen Tag im steigenden Bewusstsein, dass in jedem Moment, in jeder Begegnung mit dir und mit anderen ein Geschenk liegt, das du nicht immer auf den ersten Blick gleich erkennst. Und frage dich am Abend, wie sehr hast du Freude und Liebe in die Welt gebracht? Wie liebevoll hast du dich und andere behandelt? Und das war's mal wieder für heute. Wie immer bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zuhören, wünsche allen einen wunderschönen Mittwochabend und verbleibe wie immer eure Biene vom Honigmann. Und tschüss und viele herzliche Grüße und heute ganz besonders mal an Brigitte.